Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Go. Ich bin hier gerade unterwegs, mal wieder. Der Tag nach dem Community Day. Montag, ja, der 10.6. und 17.06 Uhr und ich bin unterwegs und spiele ein bisschen. Ganz normales Gameplay, heute eine ganz unspektakuläre Folge. Momentan macht das Aufnehmen tatsächlich auch wieder echt Spaß. Und ich finde, mit der GoPro wurde es auf jeden Fall auch ein sehr geiles Video. Also, falls ihr die letzte Folge noch nicht abgecheckt habt, im Community Day mit Viscora, schaut euch an. War ziemlich cool, wir haben eine Echse gefangen. Und jetzt wird hier erstmal eine Route mit 13 Kilometer abgeschlossen. Jawohl. Neue Raids heute da. 17.07 Uhr, eine ungewohnt normale Zeit für mich. Woran liegt es? Ich weiß auch nicht. Ich finde es im Hellen aktuell einfach angenehmer. Und ich verschiebe gerade meinen Nachtrhythmus. Also ich verbessere den ein bisschen. Und ich weiß nicht, das nachts im Stadtpark rumgurken fühle ich irgendwie nicht mehr so. Das macht irgendwie so ein bisschen... Ja, das ist nicht das Gleiche. Deswegen spiele ich tagsüber. Es ist windiges Wetter, das ist perfekt. Es ist relativ mild. So, wir starten hier direkt mit einem 2000er Kuala Lu rein. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich nehme einfach auf, weil ich Bock habe. Ich musste leider wieder Teledin nehmen. Bisschen blöd. Dafür geht es mir jetzt halt umso besser. Aber das mit den Medikamenten, das ist eine andere Story. 48, gar nicht schlecht. Von der Größe. Denn aktuell jetzt neu. Bis morgen sind Showcases mit Kuala Lu. Finde ich gut. Das Pokémon ist natürlich, finde ich gut, dass das ein bisschen im Fokus steht. Ich hätte vielleicht auch Bummels gefeiert, aber das ist auch nice. Da muss ich mich noch in zwei Showcases reinhocken. Bin bisher nur in einem und habe auch leider kein großes bisher. Und jetzt neu seit heute neue Raids. Und zwar einmal im Mega-Raid Mega Simsala, im 5-Sterne-Raid. Oh, jetzt buggt mein Spiel wieder, ich kann mich nicht bewegen. Geil. Oh je. Das habe ich so oft, muss ich immer neu starten. Und Demeteros in der Tiergeistform, also leider nicht in der, wo es so stark ist. Ich habe schon ein paar im Fernraid gemacht heute Nacht, zwei Stück. Und ich hatte richtig Glück, schaut euch mal das an, hier mit Wetterboost. Alter Vater, richtig knapp, heftig. Und das hier noch, einfach um ein bisschen Bonbons natürlich auch zu farmen. Aber eigentlich will man das in der anderen Form. Ja, ist jetzt halt so, aber Bonbons sammeln ist auf jeden Fall in keinem Fall schlecht bei einem Legi. Das könnte gut sein. Ja, also so sieht's aus. Und ich werde gleich den Abenteuerrauch anmachen. Ich habe ein neues Goldlock-Modul, das werde ich vermutlich auch noch anmachen. Visa Plant hat diese Woche, glaube ich, nicht so viel Zeit. So, da habe ich mal kurz das Spiel neu gestartet. Also Visa Plant hat leider nicht so viel Zeit. Ich hoffe, das mit dem Ton stimmt übrigens. Ich habe natürlich jetzt die Tonqualität, die Lautstärken natürlich jetzt wieder angepasst, weil ich jetzt ohne GoPro hier unterwegs bin. Habe ich auch überlegt, ob ich die mitnehme. Aber für so ein ganz normales Video, weiß ich nicht, braucht es das nicht unbedingt. Ich finde, es sollte auch was Besonderes bleiben. Dominik bzw. Visa Plant hier gerade zuschaut und Dennis, Grüße. Und ja, geile Feldforschungen, das Event läuft noch. Aber ich glaube nur noch eben bis morgen. Ich hätte echt gerne ein Shiny Kuala Lu oder ein Shiny Event Bummels. Beides möglich. Oder halt gute zumindest. 420, weiß ich gar nicht. Ist das gut? Wollen wir mal gucken. Es kommt mir relativ gut vor. Ja, das ist nicht schlecht. Okay. Ja, so ist es momentan. Ich habe viel Sternstaub gesammelt hier. Gestern natürlich auch im Community Day. Obwohl ich einiges ausgegeben habe. Wieder 2,3 Millionen. Das ist auf jeden Fall schön. Frostpino gestern noch gefangen. Ansonsten habt ihr, glaube ich, nichts verpasst. Hier Rang 154er Bummels gefangen für Moontier. Für die Superliga. Ist ja ein sehr gutes Pokémon in der Superliga. Und ich habe mir Eyebrook-Maschinen geholt in einer Box. Für 3000 Münzen gab es das. Denn die Fernraid-Box ist bei mir nicht mehr verfügbar, leider. Die habe ich geholt. 40 Raid-Pässe, 5 Sternstück und 5 Bootmaschinen. Finde ich gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Also die meisten Boxen finde ich scheiße. Aber die ist nicht schlecht. Also allein die 40 Raid-Pässe, das ist cool. Dafür habe ich es genommen. Ich werde neue Coins aufladen demnächst, vor dem GoFest nochmal. Und dann erstmal eine Weile nicht. Ja. Ihr werdet dann schon sehen, wie viel ich auflade. Es wird insane. Und ich hatte die wieder doof angeguckt. Ich liebe es.
Ich spiele einfach ein bisschen. Mir geht es jetzt echt recht gut durch Celadine. Werde die Route machen, werde nach Raids gucken. Stimmt, da hinten ist ein Aktillas. Das würde ich noch gern machen. Das Aktillas, das mache ich noch. Da laufe ich jetzt hin. Das sind 3-Sterne-Raid, soweit ich weiß. Das ist auch neu. Jetzt wieder im Raid, ist leider nicht in der Hisui-Form. Aber in der normalen kann man das natürlich sich auch mal mitsnacken. Jetzt, wenn ich so viele Pässe habe, dann auf jeden Fall. Ich habe meinen Beutel irgendwie voll durch Raid-Pässe jetzt. Gar nicht so viele Bälle mehr. Und natürlich auch durch die Goldenen. Schaut euch das mal an. 422, Alter. Puh, Alter Schwede. Die muss ich ja auch ein bisschen ausgeben. So, warte. 342 Sonderbonbons, auch nicht schlecht. Knurst, viel gescannt. Und 87 Premium-Pässe. Und deswegen werde ich jetzt auch mal einen für einen Aktillas ausgeben. Das ist ja insane. Und dabei wird hier gebrütet. Jetzt wird's heftig, Alter. Feier ich. Okay, dann mache ich den Raid und danach mache ich den Abenteuerrauch an und dann sehen wir uns, falls was passiert. Jetzt aber erstmal gleich bis zum Raid. So, ich bin jetzt hier gerade an der Bank, wo wir die Echse gefunden haben. Und ja, such mal so ein bisschen nach ihr oder nach ihnen. Hier werden vermutlich mehrere sein. Ja, ich habe jetzt zwei Leute ganz schnell per Poké-Genie eingeladen. Da gibt es ja Gott sei Dank keine Warteliste. Das war noch 30 Sekunden nach der Raid, also ultra knapp. Wir sind zu dritt. Ich denke, das würde, also zu zweit auf jeden Fall, ich glaube, man würde es sogar alleine schaffen, oder? Schau es mal an. Doch, ich glaube schon. Aber dann nehme ich die auf jeden Fall mit, dann haben sie auch ihr Aktillas, wenn sie es wollen. Von daher, gucken wir mal. Ich glaube, es ist auch gar nicht so gut. Es gab ja mal so ein Event mit Arctip und, was war es noch? Schneebedeck? Nee, Schnäppke. Soweit ich weiß, habe ich auch einen Shiny Arctip bekommen. Ja, dann gucken wir mal, ob das was kann. So, da ist es besiegt. 3 goldene. Ladet ihr im 4 Sonderbombs? Okay, okay. Ja, gar nicht mal so schlecht. 5000 EP, okay. Dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob es ein Shiny verfügbar ist. Ich denke mal schon. Und wir haben kein Shiny. 1768. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ich nehme eine goldene, einfach weil ich sehr viel habe. Man braucht hier bestimmt keine goldene. Dann gucken wir mal, ob das gut ist. Und es bleibt natürlich auch direkt im First Try drin. Und es ist nicht gut. Na gut, war ein Versuch wert. Dann mache ich jetzt hier meinen Abenteuerrauch und wir gucken mal. Ja, hier kommt leider nichts mehr. Aber hier hat jemand einfach einen Shiny Agrostella in der Arena, Alter, krass. Props auf jeden Fall, Glückwunsch. So, ich bin hier on the road, 17:38. Mein Game laggt ultra gerade, wo ich die Aufnahme angemacht habe, keine Ahnung. Ich hoffe, in der Aufnahme stimmt alles. Übrigens, Fun Fact, in der Community Day Folge, da habe ich vergessen, da ist eine Aufnahme, eine Gaming-Aufnahme leider abhanden gekommen, da wo wir die Echse gefunden haben, weil ich da mein Handy einfach auf Blackscreen gemacht habe. Okay, Shiny Fleckmon. Ja, nehmen wir mit. Hatte ich letztens auch schon. Da gab es letztes Jahr mal so ein Event, wo ich auch ganz viele bekommen habe. Da haben Leute sogar geschrieben, es ist fake. Alles klar, okay. Ja, im Abenteuerrauch. Bisher leider noch nichts gekommen in Sachen Galar-Vogel. Ich laufe jetzt hier mal einen etwas anderen Weg durch den Wald. Ja, ich habe gerade einen Koalelu erhalten aus einer Feldforschung. Bei der Feldforschung bin ich sehr fleißig. Und das hat sehr gute WP und ich will das gleich mit euch zusammen bewerten. Ich glaube nicht, dass es ein 100er ist, aber es wird knapp. Deswegen, ja, möchte ich die Reaction einfangen. So, es hat 1102. Okay, wir gucken. Oh, das tut so weh. Es ist geil, aber es tut auch weh. Hätte das nicht ein 100er sein können? Alter, stark, trotzdem. Geilo. Okay. Dann spiele ich weiter. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen länger spielen. Oh, hier ist ein Relaxo. Denn hier kann ich auf jeden Fall eine goldene verwenden. Denn ich habe Bock. Und ich brauche heute noch sehr viele Schritte. Ich war heute Nacht nicht unterwegs, deswegen muss ich noch sehr viel laufen. Ja. Also keine Sorge. Die Folge geht wahrscheinlich noch ein bisschen. Beziehungsweise ich werde auf jeden Fall noch eine Weile spielen. Ich habe übrigens die Echse, was war das denn? Übrigens die Echse wieder gefunden an der Bank. Die hat tatsächlich wieder gechillt. Diesmal war es aber wieder die grüne, also die männliche. Ja, ist echt cool. Also,
Das wimmelt da, glaube ich, nur so von vor Echsen. Jedes Mal sieht man eine. Krass. Richtig schöne Tiere. Okay, dann weiter geht's. So, ich habe noch 30 Sekunden den Tagesrauch und ich werde jetzt tatsächlich den Zeitenlärmeffekt anmachen, wenn mein Handy laden will. Hallo, kannst du bitte schneller machen? Dankeschön. Weil windiges Wetter ist halt schon stark. So, 6 Minuten, glaube ich, länger. 4 Jägerbonbons und 5000 Sternstaub, glaube ich. Ja, die Stunde geht noch. Kann ich das nochmal um 1 erhöhen? Nachher vermutlich. Dann muss man halt auch noch was reinstecken. Sternstaub ist mir gar nicht, ist gar nicht so das Schlimme für mich, sondern eher die Bonbons. Weil ich da halt natürlich nicht viele habe. Beziehungsweise, ihr habt ja gesehen, keine mehr. Ja, ich glaube, ich würde ihn dann noch einmal verlängern. In 13 Minuten kann ja das Wetter wieder switchen, zu jeder vollen Stunde. Deswegen mache ich jetzt erstmal, würde ich es glaube ich zweimal verlängern. Denn bei windigem Wetter wisst ihr ja, Galarvögel, sehr wahrscheinlicher Spawn. Und ich habe so lange keinen mehr bekommen. Es wird mal wieder Zeit, ganz ehrlich. Also ich verstehe es auch nicht ganz, warum ich so viel Pech habe. Klar, die sind natürlich was Besonderes und die sollen auch selten sein, aber so selten ist halt schon absurd. Die Frage ist halt, wenn ich dann eins finde, soll ich da einen Meisterball verwenden? Ja, nein. Ich habe ja meinen Galarctos, glaube ich, durch einen Meisterball, meine ich, gefangen. Jetzt habe ich ja wieder zwei Meisterbälle. Deswegen, ich weiß nicht. Ich habe drüber nachgedacht. Ich bin mir aber noch unschlüssig, ehrlich gesagt. Mal sehen, ob überhaupt jetzt einer kommt. Ich hoffe es einfach mal. Ja, und genau wegen solchen Momenten denke ich mir halt immer dann, okay, ich lasse die Kamera einfach laufen, weißt du. Ich habe hier gerade ultra Probleme mit dem Aufnehmen. Alles ruckelt und die Aufnahme stürzt immer wieder ab und so. Keine Ahnung, Handy gerade irgendwie überlastet, auch wegen der Wärme vermutlich. Ja, Shiny Smogon einfach. Krass. Heftig, heftig. Kann man mitnehmen. Das ist, glaube ich, jetzt mein zweites. Palim, Palim. Das gibt doch extra Sternstaub, oder? Das sollte ich mir auch gönnen. Ja, irgendwie kann ich aber jetzt hier gerade gar nicht aufnehmen. Es leckt so hart. Digga, was los? Naja, okay, weiter geht's. So, jetzt habe ich hier gerade eben einen Bummel aus einer Feldforschung bekommen, was eventuell auch nah an 100 ist, beziehungsweise müsste. Ach, auch 3, okay. Da gibt's wohl einen größeren WP-Range, na gut. So, erstmal hier die 1500 Meter Route abschließen. Jetzt seht ihr mal hier, die habe ich ja jetzt schon deutlich mehr als 100 Mal abgeschlossen. Ja, gut, das ist so der Standard. Manchmal gibt es aber auch ein paar geilere Sachen. Ja, ich habe den Abenteuereffekt, den Zeitenlärm, noch jetzt einmal angemacht. Gerade so, ihr seht es, 2 Sekunden. Auf 2 Sekunden war es schon. Oh, hier ist ein Yugong im Abenteuerrauch. Und gehe noch mal ein bisschen rum. Und ich muss auch hier mal aussortieren, beziehungsweise umsortieren. Weil ich halt trotzdem so wenig normale und Superbälle habe. Da muss ich aber mal wirklich was ändern hier. So, weiter geht's. So, wir haben hier eine Demeteros noch gemacht. Hier haben wir gestern das Axanthor gemacht. Mit 3 Leuten, die per Fanraid dazugekommen sind. Und gleich gehe ich nach Hause. Ich laufe heute nach Hause. Und auf dem Weg ist nämlich noch ein Demeteros. Das heißt, wir machen heute noch 2. Joa, wir gucken mal, ob es ein Shiny ist. Wir haben Wetterboost. XXL. Das ist stark. Das ist bei Legendären teilweise sehr, sehr nützlich, glaube ich. Also teilweise braucht man das irgendwie, um die perfekten Werte zu haben für PvP. Bei manchen steht zumindest bei PvP Poke beim Ranking XL dahinter. Keine Ahnung, was das genau bedeutet. Auf jeden Fall, 2489 ist leider nicht besonders gut. Vielleicht schlechte 3 Sterne, aber wird auf jeden Fall gefangen. So, inzwischen ist 19 Uhr, also sehr lange unterwegs gewesen hier im letzten Demeteros Raid. Ich versuche schon ein paar Minuten, leider will niemand rein. Über Campfire funktioniert es nicht und über Poke Genie habe ich wieder irgendeinen Bann. Ich check das immer gar nicht. Also ich finde die eher furchtbar. Ich weiß nicht, da lade ich dann, ich weiß nicht, muss man da irgendwas drücken dann dort? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder einen Tag Bann. Kann man nur hoffen, dass die Leute reinkommen, aber bisher leider nicht. Naja, dann gehe ich jetzt nach Hause. Es waren jetzt 2 Stunden oder länger. Ja, ungefähr 2 Stunden.
Wenn später noch ein Raid bei mir in der Nähe kommt, der interessant ist, werde ich ihn machen. Ansonsten verabschiede ich mich. Wenn jetzt nichts mehr kommt, dann kommt nichts mehr. Von daher schon mal tschüss oder bis später. Ciao. So, hier kurz vorm Zuhause noch ein weiteres Shiny Flagmon. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. So, 19:09 Uhr, jetzt bin ich zu Hause. Nehmen wir hier noch ein schönes Shiny mit. Mal gucken, ob es gut ist. Nö, naja.